Moin, moin, meine aktiven Freunde. Ich bin Spontaner Black und ich habe einen spontanen Upload rausgehaut. Wir schauen heute von Hyper Bowl ein Video. Hyper Bowl. Wie dieser Gewinn zum verhängnisvollsten Rückfall in irgendwas war. 278.000 Öcke hat dieser Typ gewonnen und ist spielsüchtig. Demnach gehe ich davon aus, dass ihn das nur noch mehr bestärkt hat, weiter zu zocken. Verhängnisvollsten Rückfall in Saschas Leben, okay? Mein Name ist Sascha. Aus gelegentlichen Besuchen in Casinos und Streaming. Ey, das ist aber cool. Sascha Heilig, spielfrei werden und bleiben. Der hat das jetzt schon richtig gemacht. Das weiß ich jetzt schon, dass der sich stark. Entwickelte sich schließlich mit 18 Jahren meine Spielsucht. Mehrere Jahrzehnte drehte sich bei mir alles um die Sucht. Dabei ließ ich vieles zurück. Familie, Freunde und meine eigene Selbstachtung zum Beispiel. Heute kämpfe ich darum, dass Spielsucht in Deutschland anerkannt wird. Okay. Hallo Sascha. Hallo. Ika Drake fragt, wann und wo hast du zum ersten Mal gespielt? Mit 18 Jahren in einem Tag- und Nachtcafé in Köln. Ich habe in einer Diskothek in Köln gearbeitet und hatte keinen Führerschein, habe in Bergisch Gladbach gewohnt, musste also mit der Straßenbahn immer nach Hause fahren. Und ich hatte dann die Herausforderung, dass ich gefühlt 3 Stunden auf den Zug warten musste, bis der nach Hause gefahren ist. Und dann musste ich überlegen, was ich tue. Ich hatte 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich gehe zum Hauptbahnhof zu Fuß, circa 1/2 Stunde Fußweg. Möglichkeit 2, ich gehe in das benachbarte Tag- und Nachtcafé. Und ich habe mich für Möglichkeit 2 entschieden, weil ich schon um die Uhrzeit ein bisschen lauffaul war und kam da das allererste Mal in Berührung mit einem Spielautomaten, was mir vor. Ich wusste es. Ey, ganz kurz, Rosa Schluppi, vielen, vielen Dank für nochmal 10 verschenkte Subs. Also ganz kurz dazu, Spielautomaten sind der größte Müll überhaupt. Der größte Müll überhaupt. Ich sag's euch, viele Leute sind da immer skeptisch, was so Spielautomaten angeht und sowas. Und weil, ja, das ist ja eh schon vorher eingestellt, dass du den Gewinn nicht ausbezahlst und bla bla bla. Das stimmt nicht. Also das ist auf jeden Fall reguliert. Das kann ich euch zu 100% sagen. Das ist reguliert, dass du das nicht machen kannst. Es gibt da einen random so ein random Generator, der quasi eine prozentuelle Chance hat, dass das passiert. Und je nachdem, sobald du quasi auf den Knopf drückst, weiß er eh schon, was passiert. Und dann laufen halt die ganzen Rollen oder die ganzen Dinge oder was auch immer. Na, also der weiß schon im Vorfeld, was passiert, aber er weiß nicht, bevor du drückst, was passiert. Weil in dem Moment, wo du drückst, wird das random generiert. Das Problem ist halt nur, bei solchen Sachen wie zum Beispiel Roulette. Bei solchen Sachen wie Roulette ist es relativ einfach, weil du hast eine gewisse Anzahl von, also du hast die Hälfte der Spielfelder sind schwarz, die Hälfte sind rot. Das heißt, theoretisch müsstest du immer 50-50, könntest du gewinnen. Aber da gibt es eine extra Zahl, die 0 und die ist grün. Das bedeutet, diese eine Zahl, ich weiß gar nicht, wie viel es dann gibt, 33 oder so, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, von dieser einen Zahl, 33 oder 35 oder was auch immer, wenn du 100 Millionen Mal spielst, dann ist jede 33. davon, von diesen 100 Billionen Spielen, ist das Gewinn fürs Casino. So, außer du wettest jetzt genau darauf, aber ich meine, ihr wisst genau, wie das versteht. Wie das funktioniert. Und das ist halt einfach scheiße so. Nur bei Spielautomaten ist es dann noch viel größer. Und da gibt es ja auch diese Story von der einen ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und die hat einen fetten Gewinn gemacht. Irgendwie ein paar Millionen Dollar hat die gewonnen bei dem Spielautomaten. Und dann hat das Casino ihr gesagt, I'm sorry, es war ein Fehler beim Automaten. Sie haben leider doch nicht den Jackpot gewonnen. Und dann haben sie ihr, schwör bei Gott, haben sie ihr einen Gutschein für ein Dinner für 20 Euro im Casino gegeben. Als Abfertigung. Vorher nie aufgefallen ist. Phil21 fragt sich, was hast du gespielt? Ich hatte 2 Phasen der Spielsucht. Ich habe in der ersten Phase nur Spielautomaten gespielt, also klassisch in den Spielhallen. Und in der zweiten Phase, die ich so als die viel, viel schlimmere Phase betrachte, ist es das Online-Casino, wo ich dann Slots gespielt habe. Tenore 1a fragt, wann und wie hast du realisiert, dass du ein Problem hast? Das erste Mal habe ich das realisiert, als ich eines Morgens nach Hause kam. Ich hatte die ganze Nacht wieder gezockt, kam meine Wohnung in Bergisch Gladbach rein. Ich habe den Schlüssel ins Schloss gesteckt, die Tür aufgemacht und dann war in meiner Wohnung alles durchwühlt. Sämtliche Kartons waren offen und mein Computer war weg. Und auf dem Schreibtisch lag ein DIN A4-Zettel von der Kriminalpolizei Bergisch Gladbach, wo drauf stand, dass sie eine Hausdurchsuchung bei mir durchgeführt haben. Und als dann diese Hausdurchsuchung stattgefunden hat, habe ich meinen Anwalt angerufen, natürlich sofort. Wir sind zur Polizeiwache, kurz Zeit später, 4,5 Stunden Verhör.
Und einen Tag später saß ich bei meinem Rechtsanwalt dann in seiner Kanzlei und dann hat er gesagt, pass auf Sascha, ich stelle dir jetzt eine Frage und diese Frage beantwortest du mir wahrheitsgemäß, weil wenn du das nicht tust, kann ich dich nicht mehr verteidigen und will ich auch nicht mehr verteidigen. Und dann hat er gesagt, du pass auf, ich glaube aufgrund deiner ganzen Historie, auch aufgrund dessen, was die Polizei jetzt in dem Verhör alles da zur Akte geführt hat, glaube ich, dass du ein Spielsuchtproblem hast, kann das sein. Und in diesem Moment konnte ich nicht anders und habe dann wirklich das allererste Mal mir eingestanden, dass ich augenscheinlich ein Problem habe und wirklich Hilfe brauche. Fat Doe möchte von dir wissen. Also, ich habe zum Beispiel auch noch, sorry, dass ich da jetzt unterbreche, aber kennt ihr den Willi von RTL 2 Dokus? Kennt ihr den Typen? Die waren ja, hier, spielsüchtig mit Hartz IV. Genau das habe ich gemeint. Ich habe da damals immer dieses Armes Deutschland geschaut und das ist ganz schön interessant gewesen, weil die beiden, die waren ein Paar, okay? Der Willi und die Carola. Die Carola, die hat noch nie, glaube ich, in ihrem Leben gearbeitet oder maximal so 2 Wochen. Und der Willi, der hat gearbeitet oder ist zu dem Zeitpunkt auch noch am Arbeiten gewesen und hat auch gar nicht mal so schlecht verdient. Also so um die 2.000 netto oder sowas. Als Gabelstaplerfahrer ist er durch die Gegend gefahren. Das Problem ist, die hatten keine Wohnung. Und eine Wohnung zu bekommen ist extrem schwer, wenn du gerade eben keine Wohnung hast. Wenn du ohne festen Wohnsitz bist. Das bedeutet, der fragt dich, ja, okay, wo sind sie aktuell gemeldet? Du sagst, ja, ich habe keinen Wohnsitz. Und dann ist, okay, na, dann werden sie auch keinen bekommen, weil natürlich willst du jemanden haben oder natürlich denkt sich der Vermieter, ich suche mir jemanden, der eine Wohnung hat, der quasi weiß, wie er damit umgeht und dies und das und jenes. Es ist halt mega bitter. Deswegen, die beiden, die haben draußen in einem Zelt im Wald gepennt, auch im Winter, obwohl er Vollzeit gearbeitet hat und dann hat er aber auch noch sein Geld halt auf dem Spielautomaten, also im Spielautomaten rausgehauen. Ich weiß gar nicht, wie viel er damals gesagt hat, so 400, 500 Euro im Monat oder sowas hat er einfach rausgehauen für Spielautomaten. Hast du anfangs vor deinem sozialen Umfeld verheimlicht, dass du spielst? Ich hatte viele Freunde. Ich hatte ein sehr gutes soziales Umfeld. Ich habe das auch geliebt, dass man mit Freunden was gemacht hat, dass man auf Geburtstage eingeladen war und alles. Und in relativ kurzer Zeit habe ich das alles über Bord geworfen, habe mich zurückgezogen, habe diverse Lügen erfunden, habe also eine Maske mir aufgesetzt, was einfach dazu geführt hat, dass ich halt in sehr kurzer Zeit sehr einsam geworden bin, was mir aber auch irgendwo egal war, weil für mich war einfach das Zocken das Wichtigste und nichts anderes. Und das habe ich in Kauf genommen, aber halt so, dass es keiner von außen merkt. Und als es dann irgendwann mal zur Sprache kam, als das dann rausgekommen ist, kamen halt dann auch Menschen auf mich zu und haben gesagt, okay, hätten wir das mal gewusst irgendwie, hätten wir dir ja irgendwie vielleicht helfen können, aber wir haben das nicht geahnt, dass das bei dir so schlimm ist, beziehungsweise dass du überhaupt ein Spielsuchtproblem hast. John Dillermand möchte von dir wissen, denkst du, dass es Persönlichkeitsmerkmale gibt, die eine Spielsucht begünstigen? Ich bin der Meinung, es hat sehr viel mit der eigenen Kindheit zu tun. Und meine Eltern zum Beispiel, meine Mutter Oberstudienrätin am Gymnasium, mein Vater Doktortitel in Chemie. Für meine Eltern war der Weg immer gerade, immer straight, immer Leistung. Man musste immer Leistung erbringen und wenn man Leistung erbracht hat, wurde man belohnt. Bestes Beispiel, für gute Noten gab es Geld. Schlechte Leistung wurde immer bestraft. Und ich habe als Kind viel körperliche Gewalt erfahren müssen. Oh, scheiße. Boah, ich weiß das nicht. Ich glaube... Also ich meine, ich gehe davon aus, er wird sich besser auskennen als ich, aber ich glaube, dass generell, weil das vorhin auch jemand reingeschrieben hat, irgendjemand hat geschrieben so, yo, ich glaube, ich bin anfällig für Süchte und deswegen würde ich halt da auch schnell verfallen. Und das ist safe so. Das ist safe so. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich anfällig bin bei vielen Sachen, die wo du dich schnell reinsaugen kannst und sowas. So zum Beispiel, keine Ahnung, kann dir auch passieren mit sowas wie Alkohol zum Beispiel, ne? Das fängt dann ganz einfach an, yo, du trinkst Alkohol, in den Momenten, wo es dir halt gut geht, so, wo du halt zusammen bist, wo alle happy sind, wo alle feiern und sowas und das dann immer und immer wieder und dann irgendwann einmal ist Alkohol dieses eine Ding, was du immer getrunken hast und wo es dir immer gut gegangen ist, in deinem Brain und dann geht es dir irgendwann mal nicht gut oder geht es dir halt normal und dann trinkst du das und dann ist es lockert halt, weißt du, es lockert und du bist easy und so und das ist alles cool und ist halt scheißegal so, irgendwas Schlechtes passiert, so du verzockst von mir aus 200 Euro, saufst dich an, ist dir Wayne, so in dem Moment und dann irgendwann einmal, wenn das Leben aber gerade stressig ist und du das halt dann die ganze Zeit machst,
dann, Bruder, dann hast du ein Problem, weil dann kannst du entweder, nur davon wegkommen, wenn dein Leben wieder glatt läuft, wenn du das nicht mehr brauchst, wenn du nicht mehr dieses Runterkommen oder wie auch immer brauchst, oder wenn du halt wirklich einfach durchziehst und halt merkst, dass es halt nicht am Alkohol liegt, sondern dass der Alkohol halt langfristig halt nur noch viel, viel mehr Probleme bringen wird. Und das ist halt bei vielen Sachen so, auch bei Zigaretten. Mit Zigaretten ist halt am einfachsten oder mit am einfachsten, glaube ich, abhängig zu werden. Obwohl das eine Sache ist, die erste Zigarette, die du jemals geraucht hast, ich schwöre Gott, niemand wird dir sagen, kein einziger Mensch auf der Welt wird dir sagen, yo, die erste Zigarette, die ich geraucht habe, ich fand es richtig geil. Kein einziger Mensch auf der Welt. Und schau, wie viele Menschen abhängig sind von Zigaretten. Jeder fand es fucking ekelhaft. Chili Cheese, danke schön für 5 verschenkte Subs und einen eigenen Sub on top. Ich danke dir doch. Und bei der Spielsucht ist genau das Gleiche, ne? Was mich sehr geprägt hat. Also es hat mich halt so in mich kehren lassen. Und ich habe mich halt verschlossen, habe dann nach außen gar nicht mehr so viel preisgegeben. Ne? Das Thema Maske aufsetzen, das habe ich damals schon als Kind gelernt. Meine Eltern haben auch immer nach außen hin das Schauspiel gemacht. Dass wenn in der Familie halt irgendwie alles schlecht war und es riesen Streit gab oder sonstiges, nach außen hin waren wir immer die Vorzeigefamilie. Also auch das habe ich schon als Kind beigebracht bekommen, wie das geht. Meine Eltern haben immer gesagt, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Als ich damals den Gewinn hatte von 278.000 Euro, habe ich gedacht, ich bin alles. Ich bin der King. Ich kann mir alles leisten. Du hast uns was mitgebracht. Ja. Ich bin gespannt, wie das dann war. Kommt es dann noch mit dem... Das kommt dann sicher noch mit den 278.000. Weil wie? Wahrscheinlich dann eher vom Automaten, oder? Was ist das? Habe noch nie geraucht. Findest du, man sollte es zumindest mal probieren? Oder stehst du da eher dagegen? Überlege, ob ich es versuchen soll. Also ich sag dir eins. Überlegen, mit etwas anzufangen, was scheiße viel kostet und was unfassbar schlecht für deine Gesundheit ist und was dir absolut nichts bringt, ist einfach dämlich. Wenn du rauchst, du wirst immer stinken, du wirst immer eine schlechte Lunge haben. Ich habe damals extrem viel geschnarcht durch das Rauchen, weil ich einfach, meine Lungenkapazität ist einfach wesentlich weniger geworden. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so alt, wie ich eigentlich geworden wäre. Na gut, dann sind es halt, ich weiß nicht, ob sich das halt so langfristig auswirkt, aber prozentuell wird halt natürlich der Raucher bei weitem nicht so alt. Und vielleicht ist es jetzt ein Jahr weniger oder sowas, ne? Dann, also im übertriebenen Sinne gesprochen. Rose Schluppi, danke schon nochmal für die 5 verschenkten Subs. Was soll ich jetzt sagen? Ding, deswegen halt gar nicht das probieren. Wenn du es irgendwann mal probieren solltest, die wird es überhaupt nicht schmecken, aber es ist nicht ohne Grund, dass halt Leute anfangen. So, auch wenn du das erste Mal vielleicht Alkohol trinkst oder sowas. Vielleicht schmeckt es ja auch nicht unbedingt, ne? Aber irgendwann mal geht es nicht darum, dass es halt schmeckt, sondern dass es halt wirkt. Und ich meine, jetzt finde ich Zigaretten auch, also sie schmecken nicht schlecht. So, das kriegst du auch nicht mehr weg. Das ist so, wie wenn du schon öfter Alkohol getrunken hast und dann trinkst du es irgendwann mal wieder. So, du hast dich schon daran gewöhnt, du bist akklimatisiert, aber es ist halt trotzdem besser, du bist an dem Stand, wo du das halt alles nicht magst. Das ist ein Kontoauszug und das... Bist du deppert, Alter. Das zeigt den Geldeingang von damals, von meinem Rückfall, den ich im Online-Casino hatte, über 278.000 Euro. Und dieser Kontoauszug, den habe ich immer bei mir, weil er für mich ein Mahnmal ist für das, was ab diesem Moment passiert ist. Und warum die zweite Phase meiner Spielsucht, also die vom Online-Casino, so viel schlimmer war. Meine Frau ist Friseurmeisterin in Cochem an der Mosel. Und ich saß dort hinten, habe für sie die Buchhaltung gemacht. Auf einmal blinkte diese hell leuchtende Anzeige auf, als ich meine E-Mails eigentlich nur checken wollte. Ich habe das dann alles gemacht, habe mich angemeldet, habe alles das vergessen, was ich mir vorher angeeignet habe mit Sicherheitsmechanismen, so nenne ich es einfach jetzt mal, die mich vor einem Rückfall bewahren. Habe ein Spiel gespielt, habe mit diesem Spiel in relativ kurzer Zeit 16.000 Euro gewonnen, habe dann gecheckt, dass ich einen Rückfall habe, wollte dann das ganze Geld wieder auf Null spielen, weil ich es mir nicht auszahlen lassen konnte, weil dann hätte ich meiner Frau eingestehen müssen, dass ich einen Rückfall hatte. Oh mein Gott. Habe dann 300 Euro pro Drehung mit irgendeinem anderen Slot. Ich habe einfach ein anderes Spiel ausgewählt, habe dann 300 Euro, das war der maximale Einsatz in diesem Spiel, gewählt. Und dann standen am Ende 278.000 Euro. Bist du deppert, Alter? Erzähl das mal wem. Der wollte sein Geld verlieren. Der wollte das eine Mal, wo der sein Geld verlieren wollte, macht eine 250.000 Euro.
Er kommt nach Hause, du Schatzi, es tut mir mega leid. Es tut mir mega leid, aber wir kaufen uns jetzt eine Wohnung. Na, Gottes Willen. Also das ist halt das Extrembeispiel. Das ist das Extrembeispiel. Ja, dann Exit, das geht im, in dem Moment nur schwer. Ja, safe, safe. Was glaubst du, wenn du 270.000 Euro einfach gemacht hast, weil du ein paar Mal auf den Knopf gedrückt hast, Bruder, dann kannst du, wenn du lustig bist, denkst du, okay, hau ich das nochmal rein und wenn ich Glück habe, dann bin ich Millionär. Zack, brauche ich nie wieder arbeiten gehen. Boah. Aber dann imagine, du verzockst das wieder. 278.000 Euro verzocken. Wie lange muss ich für das Geld? Wie viel habe ich davor verdient? Wie viel habe ich vor YouTube gemacht? Ich hatte einen Job, ich habe so, ich weiß gar nicht, sag mal so 2.000, kommt das hin? 2.000 netto, ungefähr. Es war jetzt nicht der perfekte Job oder sowas, aber das war der Job, den ich hatte. Mal 14 Gehälter. Okay, dann sind das ungefähr 10 Jahre. Müsste ich ungefähr 10 Jahre lang arbeiten mit meinem alten Job, Bruder. Und der wollte auch sein Geld raufhauen auf den Kopf. 12 Jahre arbeiten. Gottes Willen. Oder 2 Creepypasta Lunch Iceberg Videos. Oh, da. Na, Spaß. Max Berger fragt sich, wie lange hielt das Geld, bis es wieder weg war? Nach 3 Monaten war alles wieder weg. Sascha, oder? 3 Monate. Ein Teil davon wurden Schulden von dem Friseursalon meiner Frau bezahlt. Es okay. wurden Sachen gekauft. Ich habe mir zum Beispiel VIP-Plätze beim 1. FC Köln gekauft, weil ich die einfach haben wollte. Hab mir ein Auto gekauft, Mercedes C, okay. Kombi, AMG, Optikpaket, dieser ganze Schnickschnack. Okay, weißt du was? Wenigstens hat das für Scheißdreck ausgegeben. Obwohl ich gar keinen Führerschein habe, muss man immer dazu sagen. Den Rest tatsächlich. Ja gut, das hat den Marco Reus auch nicht ausgehalten. Tatsächlich habe ich dann pro Tag mit 5.000 Euro wieder verspielt, weil... Bist du fucking narrisch? 5.000 Euro! 5.000 Euro am Tag, am fucking Tag. Bruder, ich gehe hakeln mit meinen 2.000 Euro, die ich da fix bekommen habe, zweieinhalb Monate. Ey, Schulden von der Frau abgezahlt, Bombe. Von mir ist das Auto, dann kauft euch Scheißdreck. Ich sag das, kauft euch Scheißdreck und verspielt die letzten 3% von mir, okay? Dann hast du kein Geld mehr, dann bereust du es, dann denkst du, na wurscht, dann verkaufe ich mein Auto. Und zack, hast du für mich wieder Geld. Und dann denkst du, ja super, jetzt mache ich das nicht noch. Na gut, das kannst du eh nicht machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist dir dann wirklich was kaufen, was du so schnell nicht mehr los wirst, wie eine Wohnung. Eine Wohnung, Bruder, da kannst du drinnen wohnen. Da zahlst du nie wieder Miete, da zahlst du halt Instandhaltungskosten. Von mir aus, das zahlst Strom, Gas und sowas, das zahlst du ja sowieso. Aber dann hast du, Bruder, du hast ein fucking Dach, du hast einen Boden, du hast 4 schöne Wände, du hast vielleicht noch einen Ausblick irgendwo hin. Vor allem 278.000, das ist eine gute Wohnung. Wie schaut das da aus mit Steuern, wenn ich das vom Casino bekomme? Muss ich da dann auch, wie viel muss ich dann Steuern zahlen auch? Sicher muss ich da irgendwas Steuern zahlen. Also gerade in Deutschland, da bleibt dir dann wahrscheinlich dann noch 14 Euro, bleiben dir dann noch übrig. Gedacht habe, was einmal geklappt hat, klappt vielleicht nochmal. Hey Yo fragt, wie viel Geld hast du ungefähr verspielt in deinem Leben? Also mindestens 200.000. Wenn man alles zusammenrechnet, weit über eine halbe Million. Wie Bell fragt, wie hast du deine Sucht finanziert? Vor allem, wie lange hat er das gemacht? Über vielleicht 15, 20 Jahre oder so? Halbe Million. Da kaufst du dir ein Haus drum, in einer gar nicht mal so schlechten Gegend. Und wenn du irgendwann mal, dann hast du vielleicht Kinder oder sowas, wenn du irgendwann mal nicht mehr da bist, ist das Haus wahrscheinlich sowieso 1 Million wert. Anfangs durch meine Arbeit in der Diskothek in Köln, da habe ich ja mein ganz normales monatliches Gehalt gehabt. Dann habe ich halt auch angefangen, mir immer wieder Vorschüsse zu holen. Ich habe mir dann überlegt, okay gut, was kann ich tun, damit ich an Geld komme? Und habe Betrugsdelikte begangen, habe bei eBay Kleinanzeigen Tickets zum Beispiel verkauft, die ich gar nicht hatte, die andere Menschen gesucht haben, aber nicht irgendwelche Standardtickets, sondern immer so im High-Class-Segment, also so VIP oder was auch immer, was halt augenscheinlich viel Geld bringt. War aber auch halt immer sehr schlau, was das angeht. Hab immer geguckt, okay, wer bietet sowas gerade an? Hab mir die Bilder rauskopiert, hab die Leute angeschrieben, die suchen und konnte halt selbst über Internet mich so gut verkaufen, dass die mir das geglaubt haben, das Geld sofort überwiesen haben und
damit habe ich halt so meine Sucht finanziert. In der ersten Phase, in der zweiten Phase habe ich, hatte ich ja den großen Gewinn. Als der weg war, habe ich die Gelder aus dem Friseursalon genommen. Ich habe die kompletten Privatkonten leer gemacht. Ich habe einen damaligen sehr guten Freund um sehr viel Geld betrogen und habe wieder die komplette Betrugsmasche gezogen. Also ich konnte mir nur durch Betrügereien diese Spielsucht finanzieren. Tovili, das Handtuch möchte von dir wissen, hast du deinen engsten Kreis mal belogen oder beklaut? Also in der wirklich aktiven Suchtphase, Spielsuchtphase, habe ich jeden angelogen. Aber geklaut habe ich nie. Doc Who interessiert? Naja, was war mit dem Kollegen? Gut, er hat es nicht geklaut. Er hat sich nur für immer ausgebeugt. Wie hat sich deine Spielsucht auf deine Beziehungen ausgewirkt? Ich habe damals meine damalige Freundin in Berschlappach lieber in dem Glauben gelassen, dass ich sie fast täglich betrügen würde, nur damit ich ihr nicht sagen musste, dass ich jeden Tag zocken gehe. Und das habe ich halt billigend in Kauf genommen, dass sie mich hasst, verachtet, sehr schlecht über mich gedacht hat bei meiner Frau. Der habe ich schon gesagt, was Sache ist, damit sie von vornherein, ich mit offenen Karten spiele, tue ich jetzt im Übrigen auch mit allen Personen, die mir wichtig sind. Das Ding ist halt auch, du merkst doch richtig, er ist ja auch, er ist ein intelligenter Mensch. Er ist ein intelligenter Mensch, er weiß das alles. Er hat ja auch diese Betrügereien, die er gemacht hat, das war ja nicht irgendein Bullshit, also nicht irgendein, weißt du, irgendwas Kleines oder so, sondern er hat sich das auch wohl überlegt und sowas. Der Typ, wenn er sein Wissen richtig einsetzt und wenn er diese Spielsucht nicht hat, der hätte die halbe Million. Der hätte die halbe Million jetzt an dem Punkt schon längst gehabt. Der hätte wahrscheinlich weitaus mehr Geld. Der hätte eine Firma gründen können mit dem Wissen. Der sucht sich da die Leute, die da Produkte wollen und bla 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 bla. Das ist ein gescheiter Typ. Das ist ein gescheiter Bursche. Das sieht ein bisschen aus wie mein Papa. Ey, vielleicht frage mal nach, ob der das ist. Dass ich mit offenen Karten spiele, damit jeder einfach weiß, dass ich eine Spielsucht-Vergangenheit habe, Gott sei Dank spielfrei bin und dass es halt immer wieder zum Rückfall kommen kann. Michael Sander fragt, hast du noch Kontakt zu deiner Familie? Und wenn ja, vertrauen sie dir? Ich habe, wenn man es so nimmt, keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Ich habe etwas mitgebracht. Das ist ein Brief von meiner Mutter und von meinem Vater. Ich habe vor knapp 2 Jahren habe ich den Kontakt komplett abgebrochen zu meinen Eltern. Ich habe meine Eltern halt früher auch belogen und betrogen. Bis zum Äußersten, um irgendwie an Geld zu kommen, habe mir die dümmsten Sachen einfallen lassen, die es irgendwie gibt. Leider. Ja, aber das ist dann halt, naja, klauen ist es dann halt nicht. Aber ich meine, wenn du dann Freunde und Familie etwas vorgaukelst, um an Geld zu kommen und das denen dann halt auch nicht mehr zurückzahlen kannst, weil das dann alles in die Spielsucht verfließt. Ich meine, ich weiß nicht, ob er das dann wieder auch zurückgezahlt hat oder nicht. Keine Ahnung. Aber da ist es dann auch fast klauen. Ja. Aber Kaiser wird voll gestresst, der Chat ist domiansüchtig. Ey, ich finde das super. Ich finde das super. Ich lade Videos hoch, die jeder liebt und sowas. Aber na, sowas finde ich interessanter. Und da bin jetzt ich der Domian an der Stelle. Ja. Muss man aber auch dazu sagen, dass meine Eltern das Thema Spielsucht nicht richtig verstehen. Und ich habe mich halt vor 2 Jahren dazu entschieden, den Kontakt abzubrechen, weil er mir persönlich nicht gut getan hat. Zu meinem 34. Geburtstag kam von meiner Mutter. Aber das verstehe ich auch, wenn er dann sagt, er hat in der Kindheit da schlechte Erfahrungen gemacht und sowas. Dann, das kann ich ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Unter meinem Vater einen Brief. In diesem Brief bewahre ich halt auch immer die ganze Zeit auf, weil dort zum Beispiel drinsteht, es ist auch nicht so einfach, dieses Verhältnis Eltern-Kind aufzulösen. Wir bleiben unser Leben lang deine Eltern und du bleibst unser Kind. Es ist diese Abhängigkeit, diese Bindung, die uns verletzlich macht. Und das ist ein sehr prägender Satz für mich und deswegen ist auch der Brief immer mit dabei. Es sind halt immer noch meine Eltern und vielleicht wird das irgendwie auch wieder. Vintage 1987 fragt, hast du auch einen Notfallkoffer, falls du Suchtdruck hast? Einen Notfallkoffer habe ich nicht. Aber ich habe Notfallmenschen, denen ich zu 100% vertraue, weil ich vertraue nicht jedem mehr. Ich habe 2 Menschen, denen ich zu 100% vertraue. Hast du so etwas wie einen Mentor? Ja.
Mein Mentor ist mein damaliger Chef, der Raphael. Er war zum Beispiel der Einzige, der mir damals das Vertrauen geschenkt hat. Der wusste von meiner Geschichte, der wusste, was passiert ist. Und er war der, der mir eine Chance gegeben hat und gesagt hat, ich gebe dir einmal das Vertrauen, ich möchte gerne, dass du für mich arbeitest, hast du Bock drauf. Und er hat mir beigebracht, was Geld bedeutet. Ich wollte nicht gerade sagen. Er hat mir beigebracht, was ich mir bedeute. Es ist halt dann schon einfach, den Bezug zu Geld zu verlieren, wenn du solche fetten Summen hast. Also zu 278k von einem Tag auf den anderen, allein schon 16k. Es waren 16k und dann hat er da 300er Spins rausgehauen und dann hat er 278k. Das heißt, er hat halt davor hat er halt, ich weiß nicht, vielleicht 1000 oder 2000 gehabt und dann geht er am Abend nach Hause mit einer Viertelmillion. So, da verlierst du dann den Bezug zur Realität, zu Geld 100%. Wenn du das dann wieder ausgibst, wenn du jeden Tag 5000 Euro ausgibst und generell das Geld einfach raushaust des Todes, dann kannst du nicht mehr arbeiten gehen und die dann, also natürlich kannst du das dann auch noch machen, aber dann denkst du nicht mehr in der Relation, okay, ich gehe jetzt arbeiten und dann habe ich, keine Ahnung, heute Abend 15 Euro mehr oder irgendwas oder 30 Euro mehr. Na, das sind keine Relationen. Ja, wurscht, dann habe ich 80 Euro mehr oder sowas, ist ja scheißegal. Sondern dann gehst du nach Hause und denkst dir, okay, wann habe ich eigentlich die 2000 voll und sowas? Dann denkst du nur in so großen Zahlen. Das ist halt das Ding. Besser ein guter Freund als fünf schlechte Freunde. Ja, 100%. 100%. Also, ich sage euch auch ehrlich, das ist genauso wie mit dem YouTube-Ding. Das erste Mal, wo ich da Placement-Anfragen bekommen habe, da weiß ich noch, ich hab am Anfang gar nicht gewusst, wie viel man halt verlangen kann für so ein Placement, weil wer sagt dir das? Angenommen, du bist jetzt YouTuber, zack, und dich fragt deine Firma, yo, wie viel verlangst du für, keine Ahnung, du machst im Schnitt 30.000 Aufrufe, wie viel willst du haben? Pff, fucking keine Ahnung. Ich habe dann Kollegen gefragt, ich habe mir dann Videos angeschaut und sowas, aber ich meine, das ist sowieso Bullshit. Da sagen die Leute, wie viel du da verlangen kannst, und ich meine, das will ich nie im Leben verlangen. Also pro 1000 Aufrufe und dann bekommst du einmal ein Angebot, ein richtig fettes Angebot von einer Firma, die aber scheiße ist und dann lehnst du das ab. Ich weiß nicht, ich habe damals ein Angebot bekommen nach so einem Jahr YouTube und es war, ich sage jetzt nicht wie viel so, aber es waren halt auf jeden Fall mehrere tausend Euro für ein Placement, was ich abgelehnt habe und bis der Ball, das hat so wehgetan, aber ich habe dann das Ganze gedacht, ja, oh ja, so jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, oh ja, so muss nicht unbedingt sein, dass du halt für irgendwas Werbung machst, was du halt auch selber scheiße findest, obwohl du es halt trotzdem teilweise benutzt und sowas, ne? Also ohne da jetzt genauer drauf einzugehen. 100 Euro, also bei so 30.000 Aufrufe, das ist dann schon mehr, also ist schon wesentlich mehr Geld, so was man da nehmen kann, aber siehst du, du weißt halt nicht. Oder er hat jetzt im falschen Moment gestoppt. Er hat gesagt, was ich mir selber wert bin. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin. Also jetzt. Und das ist mein Mentor. Young MJ möchte von dir wissen, wie hat sich der Suchtdruck bei dir psychisch und physisch geäußert? Ich habe teilweise so zwischen 8 bis 12 Stunden manchmal auch einfach nur gezockt. Dann bin ich nach Hause gekommen, habe die Augen zugemacht und dann habe ich die ganzen Walzen gesehen. Ich habe die Melodien gehört. Das Schlimmste an der Spielsucht ist einfach das Geistige, also die Psyche, weil das macht dich kaputt. Dieser ständige Drang, immer spielen zu müssen. Du wachst morgens auf und das Erste ist, woran du denkst, okay, wo kriege ich Kohle her? Ich muss spielen, ich will spielen. Mein Kopf gibt keine Ruhe und er gibt erst dann Ruhe, wenn du in der Spielhalle bist oder im Online-Casino oder wo auch immer. Sascha, kennst du Knossi? Ja. Was macht das hier mit dir? Oh, shit. Baby, wir sind mal 17 am Start. Alge. Ja! Für Leute, die es nicht wissen, Knossi ist ein Pornodarsteller. Alle Haters, was labert ihr? Bam! Na, Spaß, der hat halt viel Casino gestreamt. Auf
der einen Seite triggert es mich ein bisschen jetzt gerade, aber nicht intensiv. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich dazu sagen, ich finde Knossi halt auch lustig. Er übertreibt halt seine Rolle ein bisschen, wenn man das mal so nennt. Aber es sind halt genau diese Videos, die mich damals halt auch immer wieder angestachelt haben, immer weiter zu spielen. In der Hoffnung halt, den großen Gewinn zu haben, so wie Knossi das jetzt gerade augenscheinlich hier gleich bekommt. Würdest du sagen, so jemand wie Knossi oder Montana Black haben deine Sucht befeuert? Sagen wir so, sie haben in der Zeit, wenn ich nicht spielen konnte, weil ich kein Geld mehr hatte, musste ich meinen Kopf irgendwie ruhig stellen, weil ich die ganze Zeit den Drang hatte, spielen zu gehen. Wenn ich kein Geld hatte, habe ich mir dann YouTube-Videos angeguckt, auch Knossi, auch Montana Black, um einfach meinen Kopf ruhig zu stellen. Und am nächsten Tag, wenn ich dann irgendwie wieder Geld zur Verfügung hatte, habe ich halt genau das gespielt, was sie gemacht haben. Safe! Ich habe das damals auch gemacht mit, das ist halt kein guter Vergleich, ich meine, als ich so 13, 14, 15 war, mit FIFA. Mit FIFA, da war ja damals die Zeit, Road to Shore, KSI, lauter solche Menschen, hier Gonth, fucking Gonth, habt ihr damals Gonth geschaut? Das waren die ganzen Leute, die haben FIFA-Pack-Openings gemacht und da ging es halt auch nur um, also darum, dass du halt quasi die krassesten Spieler ziehst und sowas, damit du halt möglichst viel Ingame-Währung hast, aber eigentlich ging es halt auch mehr so um die Spieler an sich. Gonth, ja, G-O-N-T-H. Der war aber funny. Und das war genau das Gleiche. Dann bin ich halt zum Mediamarkt gelaufen und oder zur Tankstelle und hab mir so eine PSN-Karte geholt für 20, 30 Euro. Und das ist halt viel Geld, wenn du 12, 13, 14 bist. Und dann habe ich das da reingeballert. Und dann habe ich mich halt aber auch verglichen mit den Leuten, weil natürlich ein Knossi, der hat halt ein virtuelles Budget zur Verfügung, das ist ja nicht sein Geld. Also ich geh nicht davon aus, dass das sein Geld ist oder die bezahlen ihm übertrieben viel und einen Teil davon muss er quasi verspielen mit echtem Geld und kann sich dann Gewinne behalten oder so. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, dass der halt ein virtuelles Konto hat oder sowas. Aber ich habe dann halt die ganzen Leute gesehen, die halt in FIFA 1000 Euro reinballern, weil die halt mit einem Video mehrere Millionen Aufrufe machen. Das rentiert sich halt logischerweise. Und ich bin dann mit 20 Euro hergegangen, habe dann 4 Packs geöffnet und habe einen Scheißdreck gezogen. Das war bitter. Und es hat mich halt extrem getriggert, was sie da machen. Finn fragt dich, was denkst du darüber, dass sich Glücksspiel immer mehr ins Internet verlagert und viral geht? Online ist für mich, aus meiner Erfahrung, die ich habe, am schlimmsten. Einfach viel, viel schlimmer als die Spiele. Ja. Neo interessiert. Ja, aber erstens, das Geld ist virtuell, das ist einfach nur eine Zahl und zweitens, du kannst es viel schneller verspielen, keiner judge dich, du musst nirgendwo herumgehen und so, wenn du im Casino bist, du bist ja auch im Casino für die Atmosphäre und sowas, zu Hause, du sitzt am Laptop, es ist dunkel, du verspielst 1000 Euro und du fängst an zu weinen, Bruder, oder du gehst ins Casino, wenn du dort 1000 Euro verspielen willst, das wäre genauso scheiße, aber dann denkst du wenigstens hattest du halt einen amüsanten Abend oder irgendwas, ne, und du hast dann auch länger was davon. Findest du Livestreams auf Twitch sollten verboten werden? Gerade bei den Plattformen YouTube, Twitch und die es alle gibt, da gucken auch Kinder zu. Du hast keine Altersbegrenzung oder sonstiges, wo du dich erst freischalten musst, wenn du über 18 bist oder so. Und die werden so früh damit irgendwie konfrontiert. Jakob möchte von dir wissen, würde ein Verbot der Spielautomaten dazu führen, dass Spielsüchtige im Web weiter zocken? Nehmen wir mal bestes Beispiel, Corona-Situation. Waren die Spielhallen plötzlich zu? Das heißt, die ganzen Spielsüchtigen wussten gar nicht mehr, wohin. Und was macht dann der Spielsüchtige? Er geht dann ins Online-Casino. Und da, dass es ja einfach ist, sich dort anzumelden und alles, sind die Zahlen für Teilnehmer im Online-Casino halt drastisch gestiegen in den letzten 2,5 Jahren. 811-457-959 fragt, wie stehst du zum staatlichen Glücksspiel? Gut ist, dass man versucht, es in irgendeiner Form zu regulieren. Schlecht ist, wie man es versucht zu regulieren. Wenn ich einen Glücksspielstaatsvertrag nehme und in dem Glücksspielstaatsvertrag sage, man darf nur noch 2 Euro pro Drehung setzen, zur Erinnerung, ich habe 300 damals gesetzt pro Drehung, ist das eine schöne Sache. Wenn das aber nicht umgesetzt wird, was nützt der Vertrag, wenn die Kontrollinstanzen, die es geben soll, noch gar nicht da sind? Hajo interessiert. Ja, vor allem, laufe mal durch die Stadt
teilweise, also kommt halt drauf an, wo du bist, du hast an jeder Ecke so einen Spielautomaten. Du hast teilweise in Tankstellen, wenn mich nicht alles täuscht, hast du Spielautomaten in irgendwelchen, keine Ahnung, Trafiken oder sowas, kannst du einen Spielautomaten hinstellen. Du hast überall Spielautomaten, wo die Leute spielen, also wenn die Leute dort spielen wollen oder in Shisha-Bars oder sowas, ne, kannst du es überall reinstellen. Es kommt halt dann nur drauf an, wo du welche Regulierung hast. Und das ist halt scheiße. Das ist halt echt scheiße. Es gibt Kontrollen, es gibt Automaten mit Kartenfreischaltung. Ja, es ist halt immer unterschiedlich. Also es gibt auch, es gibt alle möglichen Approaches dazu, wie du Spielsucht kontrollierst, regulierst und halt vermeidest, so gut wie es geht. Und das geht halt auch von den, tatsächlich von den also ich sag jetzt mal Casinos oder den Automatenherstellern und sowas, von denen geht das auch aus. Die arbeiten auch an solchen Sachen, aber du kannst da natürlich auch vorstellen, wenn jemand einen Automaten erstellt und diesen Automaten dann verbreitet oder verkauft oder vertreibt oder wie auch immer, dann ist er nicht so sehr daran interessiert, eine Spielsucht zu erkennen, wie zum Beispiel, dass der Staat machen müsste, beispielsweise. Du kannst da teilweise nur 30 Minuten lang dran zocken mit maximal 50 Einzahlungen und 2 Einsatz. Das ist eine gute Sache. Da kannst du wenigstens nicht so viel Geld verspielen, das stimmt schon. Was war der Moment, als du realisiert hast, dass du Hilfe brauchst? Damals, wo die Hausdurchsuchung war, die allererste. Zack, und du bist auf dem Boden der Tatsachen wieder. Du hast so ein Kartenhaus dir gebaut aus Lügen und einer Scheinwelt und diesem ganzen Kram. Und auf einmal bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen und du stehst da. Und dann weißt du auch, dass du Hilfe brauchst. Inibas Mohl fragt, warst du in Therapie? Ja, ich war 2-mal in stationärer Therapie. Beides mal für 8 Wochen. War die beste Entscheidung, die ich damals treffen konnte, weil es mir unglaublich, unglaublich viel geholfen hat. Im Verständnis für, wer ich eigentlich bin, warum die Dinge passiert sind, wie sie passiert sind, was ich tun kann, um eben keinen Rückfall zu haben oder was ich tun muss, wenn ich einen habe. Noddy fragt, hast du dich auch im Casino sperren lassen? Durch die stationären Therapien musst du dich am Anfang in den umliegenden Casinos sperren lassen. Ich okay. bin aber auch ganz ehrlich, beim Thema Online-Casino sperren lassen, das ist halt, du kannst das machen, aber du kannst dich halt auch sau einfach wieder entsperren. Also letztendlich bringt's das dann vielleicht für den ersten Moment, aber wenn du dann wirklich dich wieder entsperren lassen willst, dann geht das ruckzuck eigentlich. Und vor allen Dingen auch, muss man auch dazu sagen, das sind ja so viele Wege, bis du erstmal dahin kommst, dass du dich sperren lassen kannst. Da habe ich es nicht gemacht. Ja, von mir, es gibt so viele. Was ich auch weird finde, ist, dass du viel leichter, du kannst dir einen Account machen, kannst einzahlen und kannst instant spielen. Dann bei der Auszahlung ist halt schwierig, weil natürlich, sie wollen am besten, dass du halt zu faul bist und dir, wenn du 3 Euro auf dem Konto hast, dass du dir das auszahlst oder sowas. Aber ich fände es halt viel besser. Das, was du halt machen musst, ist, du musst den Leuten halt Steine in den Weg legen, weil natürlich musst du es machen. Lass den Menschen zuerst verifizieren. Oder gibt dem Casino quasi den Auftrag so, yo, du musst diesen Menschen überprüfen und bevor du nicht blind auszahlen würdest, lass ihn gar nicht erst einzahlen, weil dann kann dir das nicht passieren. Genauso wie mit Spielautomaten, vielleicht machst du da eine Kontrolle, dass du deinen Ausweis reinstecken musst. So, da gibt's international dann, oder international, da gibt's halt vielleicht im ganzen Land oder sowas, jeder Automat muss dann ab dem Jahr 2028 muss einen Personalausweis lesen können und das dann weitergeben und dann gibt's ein Register, wo drinnen steht, aha, der Michael Ballack, der hat hier ein Einkommen von, na gut, das ist dann auch wieder schwer, ein Einkommen von 2000 Euro, das kannst du dann auch nicht regulieren. Gut, der Michael Ballack, der hat diesen Monat schon 2000 Euro verspielt, so, der ist jetzt gesperrt. Zack, dann gibt es halt ein Grundlimit von 2000 Euro und du kannst irgendwo zur Behörde gehen und kannst sagen, hallo, ich bin Milliardär, ich möchte gerne mein Limit für Spielautomaten erhöhen auf 10.000 Euro im Monat oder so. Weißt, irgendeine Regulierung, du musst den Leuten halt Steine in den Weg setzen, nur das wird halt nicht passieren, weil erstens das Casino ist nicht daran interessiert und zweitens der Staat ist natürlich auch nicht daran interessiert, weil, klaro, das Geld, die profitieren natürlich auch daran, ne? Du steckst ja, das ist wie wenn du einfach Geld in die Wirtschaft steckst. Das ist wie wenn du Geld in Zigaretten steckst oder sowas. Das Geld ist ja nicht weg. Das wird ja auch alles versteuert. Na, ist eh klar. Das ist wie wenn du Geld mit Alkohol machst oder mit sonstigen Drogen, die halt legal sind. So, die werden halt maximal teurer gemacht. Das kannst du halt beim Casino nicht machen, ist eh klar. Aber verbieten wirst du es sicher nicht. Tabi 1992, vielen, vielen Dank für 9 Monate. Liebe Grüße. Simon Lausch möchte von dir wissen, woher bekommst du heute dein Dopamin? Ich nehme an, Dopamin in Form von Glücksgefühle.
Die hole ich mir Tatsache durch meine Arbeit, die ich jetzt mache. Okay. Durch die Suchtprävention, das Kämpfen für die Anerkennung der Spielsucht in Deutschland. Mit jedem Vortrag, den ich halte in Schulen, Unternehmen oder sonstiges. Jedem Kind, dem ich irgendwie, oder Jugendlichen, dem ich dann in der Schule so ein bisschen aus meinem Leben erzählen kann, der nachher zu mir kommt und sagt, ey Sascha, danke, das hat mir die Augen geöffnet. Du führst gerade einen Rechtsstreit. Worum geht es da? Ich habe mich vor knapp jetzt 3 Jahren entschieden, gegen ein Online-Casino zu klagen, auf Rückzahlung des Verlustes. Vor knapp 3 Jahren war das ja dann, dass das rauskam, dass das ja wohl illegal sei, dass das Ganze, ich muss Tatsache beweisen, stimmt, obwohl ich eine solche Geschichte habe mit den ganzen Dingen, die passiert sind, dass ich eine Spielsuchterkrankung habe. Das, was alles passiert ist, reicht nicht aus, um eine Spielsucht anerkannt zu bekommen. Bitte was? Wovon er redet ist, du kannst manchmal die Gewinne von Online-Casinos zurückfordern unter gewissen Umständen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich habe da damals auch viel Werbung bekommen, so, yo, das ist ähnlich wie wenn der Christian Solmecke dir sagt, yo, bist du vom Diesnatz Datenleak betroffen, dann melde dich an, schick uns deine Daten, wir begehen Datenschutzbruch oder so, na, aber ihr wisst, was ich meine, wir holen das quasi für dich raus und wenn das funktioniert, dann bekommst du einen kleinen Anteil davon und wir behalten uns den Rest. So, oder umgekehrt. Und du musst, um das zu machen, eine anerkannte Spielsucht haben. Also quasi vom, keine Ahnung, Arzt das bestätigt bekommen. Wie macht er das, wenn ich 270.000 Euro in 3 Monaten verspiele und generell über 500.000 Euro ausgegeben habe? Naja, wahrscheinlich musst du das dann auch belegen können oder so. Ich meine, gut, mit Bank belegen wirst du das belegen können. Vielleicht hat er das dann im Bar abgehoben und dann in den Automaten gesteckt, theoretisch, weil dann könntest du es nicht nachweisen, dass du es dafür ausgegeben hast. Oder wie machst du das normal, wenn du zu einem Spielautomaten gehst? Natürlich musst du da mit Bargeld hingehen, oder? Da kannst du nicht deine Karte reinstecken, weil dann wird es schwierig, das zu beweisen. Wenn du ins Casino gehst und, im Casino mit der Karte bezahlst und sagst, yo, ich möchte jetzt, keine Ahnung, 5.000 Euro im Wert von Chateurs, wie immer man sagt, im Wert von Monopoly Money. Und dann verspielst du das und dann gehst du raus und kommst am nächsten Tag wieder und zahlst wieder 5.000 Euro ein. Dann kannst du es halt belegen, yo, ich habe hier 5.000 Euro im Casino ausgegeben, ich habe das Geld nicht mehr. Ja, schwierig. Janis möchte von dir wissen, sollte es für Glücksspiel ein Werbeverbot geben? Ja, 100%. Ganz klares Ja. Glücksspiel ist der größte Müll überhaupt. Und ich... Genauso wie es für Zigaretten ein Werbeverbot geben sollte. Das sollte über dem Casino oder über jedem Automaten sollte ein Bild sein oder sollte irgendwie stehen, so, yo, was geht ab? Dieser Typ, der hat gestern 70.000 Euro hier verspielt. So, der muss jetzt, keine Ahnung, der hat den Kontakt zu seiner Familie verloren oder sowas. Warum nicht? Bin froh, dass das schon in weiten Teilen umgesetzt wird. Wenn wir auch da mal die Corona-Pandemie nehmen, bevor der Glücksspielstaatsvertrag kam, war alle 20 Sekunden in den Werbeclips so gefühlt die Online-Casino-Werbung. Seit dem Glücksspielstaatsvertrag ist das wirklich minimiert und es passiert wirklich nur noch nachts, irgendwie ganz spät, so ab 10. Walle möchte wissen, sollte die Bundesregierung noch mehr Maßnahmen zur Prävention von Glücksspielsucht vornehmen? Es kann nicht genug gemacht werden für das Thema Glücksspielsucht und Spielsucht. Ich sage aber, ich sehe es ein bisschen von einem anderen Ansatz. Was mir immer wieder gespiegelt wird, ist vor allem auch gerade von Unternehmern oder sonstigem, dass die persönliche Geschichte eines Süchtigen nochmal viel mehr Anklang bei Auszubildenden und so weiter findet, als wenn, und das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen, ich möchte damit keinem irgendwie schlecht machen und so weiter, weil Psychologen machen einen hervorragenden Job. Ich bin dankbar, dass es die Caritas gibt zum Beispiel, dass es den Glücksspielfachverband gibt. Wenn man es aber selber erlebt hat und genau weiß, wie diese Phasen ablaufen und auch weiß, wie man sich selbst gefühlt hat und so weiter, ist das nochmal ein anderer Aspekt. Meine Eltern haben immer gesagt, hör doch einfach auf. Ja, ich krieg von YouTube auch trotzdem immer noch viel Werbung für Online-Casino. Das kannst du tatsächlich, da musst du dann drauf achten, wo du das bekommst, weil das kannst du ausstellen. Es ist standardmäßig ausgestellt, es gibt das wusste ich selber nicht, ich habe da mal eine E-Mail bekommen von meiner YouTube-Partnerin quasi, von meiner Partner-Managerin,
Und der hat mir geschrieben, so, yo, wusstest du eigentlich, dass du das dann aktivieren kannst? Und ich so, nein. Und da kannst du dann alles Mögliche ausstellen. Da kannst du ausstellen, oder da kannst du einstellen bestimmte Firmen. Ich möchte nur noch für die werben oder das und das und das. Oder ich möchte für das und das nicht mehr werben. Und halt Casino oder generell Glücksspiel ist halt grundsätzlich ausgestellt. Das heißt, du kannst es einstellen und kannst dann dadurch noch viel mehr Geld machen. Ich habe es persönlich ausgestellt, weil mich interessiert es halt nicht. Ne? Ich habe sowieso keinen schlechten CPM oder irgendwas. Gut, wenn ich da jetzt den einen Euro pro Video mehr bekomme oder weniger, oder ich weiß gar nicht, wie viel das dann wäre. Ja, scheiß der Hund drauf, so ist es halt. Aber ist es nicht so notwendig. Das machen nämlich ein paar Leute, dass sie genau das, dieses Google, und ich finde, das ist eine coole Sache, dass sie diese Google-Option nehmen und dich dafür bezahlen, dass du alles ausstellst, außer zum Beispiel eine Firma. Und dann ist das Einzige, was bei deinen Videos läuft, ist diese eine Firma, weil sie sich denken, okay, du hast eine schöne Zielgruppe oder die sind sowieso, weiß nicht, die sind alle männlich und 70 Jahre alt und sowas, und denen drehen wir jetzt, weiß ich nicht, was mögen Männer mit 70 Löffel an. Denen drehen wir jetzt Löffel an, und deswegen bezahlen wir dich da extra, dass du das so machst. Die haben halt gedacht, das wäre wie Mensch ärgere dich nicht spielen. Und ich habe halt immer gesagt, okay, gut, aber was ist mit dem Alkoholiker? Sagst du zum Alkoholiker auch, hör doch einfach auf, dann kriegst du als Antwort, nein. Das ist ja eine Krankheit, der kann nicht aufhören. Ja, aber the same ist bei mir als Spielsüchtiger. Bella Scheiks möchte von dir wissen, wie würdest du reagieren, wenn deine Kinder mit 18 in Spielotheken gehen? Ich glaube, wenn ich es mitkriegen würde, würde ich versuchen, dass sie das schnell wieder sein lassen. Aber dazu muss ich es erstmal mitkriegen. Und ich weiß halt selber, wir sind sehr, sehr gute Schauspieler. Kalle möchte jetzt von dir wissen, was rätst du mir als Spielsüchtigem? Kalle, wenn du das Verständnis dafür hast, dass du spielsüchtig bist, und das scheinst du zu haben, das hättest du die Frage nicht gestellt. Schau, wo du Hilfe bekommst. Such dir Hilfe. Du musst das nicht alleine mit dir ausmachen. Ich habe öfters mal die Frage bekommen, so, ja, aber das kriegt man doch bestimmt auch alleine hin, und irgendwie, das wird schon. Ja, mag sein. Prozentual ganz, ganz wenig, die es alleine schaffen. Hol dir Hilfe. Wenn du magst, ganz ehrlich, ich biete es dir an. Du kannst auf meiner Webseite kannst du einen Soforthilfe-Call machen. Ruf mich an. Und dann sprechen wir drüber. Und dann schaue ich, ob ich dir irgendwie helfen kann, ganz ehrlich. Oder geh zur Caritas oder wohin auch immer, aber such dir Hilfe. Und du kannst das schaffen. Damn. Das war meine Geschichte. Und ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben über mein Leben mit der Spielsucht. Und wenn du jetzt erfahren möchtest, was noch so alles passiert ist in diesen zwei Spielsuchtphasen, kann ich dir dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Oder du kennst jemanden vielleicht, der eine Spielsuchterkrankung hast, oder wo du denkst, oder Eltern, die vielleicht ein bisschen Verständnis dafür haben wollen, wie es in einem Spielsüchtigen wirklich aussieht, dann kannst du dieses Buch in meinem Shop kaufen. Wir verlinken das in der Bio. Sascha-heilig.com/shop. Hier noch ein paar Nummern, die ihr anrufen könntet im Fall einer Spielsucht und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eine richtig gute Sache. Ich finde, es ist vor allem geil, dass er sich für das einsetzt, weil ihm glaubst du das ja auch. Wenn ich jetzt spielsüchtig bin, dann gehe ich ja nicht zu, oder dann gehe ich wahrscheinlich nicht zu irgendjemandem, der keine Ahnung davon hat, der auch gar nicht checkt, wie ich mich fühle oder sowas. Und wenn der mir dann erzählt, so, yo, by the way, ich habe eine 500.000 Euro verzockt, das macht dann nochmal einen Unterschied. Also Spielsucht ist mitunter, glaube ich, die einfachste Sucht, um quasi unbemerkt damit davon zu kommen, weil es schadet dir ja auch nicht gesundheitlich oder zumindest bis zu einem gewissen Extent nicht. Und wenn du das halt gut verstecken kannst, dann merkt das sowieso keiner. Es merkt ja keiner im Gesicht an, weil irgendwie der Gesicht anschwellt vor lauter Alkohol. Es merkt ja keiner an der Stimme an, weil du die ganze Zeit rauchst und irgendwie sonst was, oder weil du die ganze Zeit müde bist von irgendwelchen anderen Drogen oder ultra high oder sonst was. Sondern wenn du es gut machst, dann kannst du es perfekt verstecken, und deswegen ist das wahrscheinlich auch etwas, das halt den meisten Leuten selber nicht so auffällt. Vor allem, wenn du halt nicht den Überblick über deine Finanzen hast, und es wird schwer, den Überblick über seine Finanzen zu behalten, wenn du halt so unfassbar viel Kohle auf einmal bekommst. Deswegen, ja, Hilfe holen. Du wirst wahrscheinlich nicht alleine aufhören, aber gerade wenn du halt so immens tief drinnen steckst, auch er hat zweimal Therapie gemacht für jeweils 8 Wochen, also es ist machbar. Und das Geld, du musst dir so denken, das Geld, was du dir halt langfristig sparst, wenn du aufhörst zu zocken, ist halt so immens viel im Vergleich zu dem, was du alles schon verloren hast. Es ist aber so.